Wir waren im ersten Teil des Filmes von der oberen Hochwurzenseilbahn über das Rossfeld und den Guschen zum Hochfeldmandl gewandert. Wie dort erklärt, haben wir aus filmischen Zeitgründen den Höhenweg unterbrechen müssen. Wir sind dann im zweiten Teil vom Hochfeldmandl zum unteren Höhenweg abgestiegen und zur Ursprungalm, wo unsere Busse warteten, gegangen. Heute, wie versprochen, wandern Edith und ich über den Bräuneck-Sattel zur Giglach-Arena, zur Ignaz-Mattes-Hütte, zum Krettersee und zum Kammersee. Dort beginnt die Wegstrecke unseres vierten Filmteiles. Also viel Vergnügen beim Besichtigen des Filmes wünscht Edith und Sigi. Das sind Wanderer aus Oberösterreich. Und von wo Oberösterreich? Otnang. Otnang im Hausruck. Aha, schön. Thank you.
Der Weg ist zum Teil anstrengend, fordert von den Wanderern Trittsicherheit und keine Höhenangst. An manchen Stellen ist besondere Vorsicht geboten und sind auch Seilsicherungen vorhanden. Der Film zeigt den Weg und soll jeder selbst entscheiden, ob er für ihn begehbar ist. An die Kondition werden schon besondere Anforderungen gestellt. Wer den ganzen Weg des Filmes am oberen Höhenweg durchwandern will, muss schon mit einer Gehzeit von etwa 8 Stunden rechnen. Der Weg ist jedoch für jeden normalen Wanderer, der alpines Gelände gewohnt ist, machbar und das wunderschöne Panorama der Wanderstrecke lädt ständig zum Stehenbleiben und zum Schauen ein. Einfach ein Panorama für die Filmkamera.